Hallo Freunde des gepflegten Basenbaus und willkommen zurück zu Satisfactory im Early Access Update 5. Und willkommen zurück in der Wüste. So ist es, ich bin wieder an meiner Basis, denn es gibt Neuigkeiten. Zunächst einmal, meinen technischen Untergrund habe ich verbessert. Ja! Statt meinen guten alten i5 6. Generation habe ich mir jetzt einen i5 12. Generation, doppelt so viel Speicher und ich würde sagen 10-mal so viel Speicherplatz besorgt. Und auch die Grafikkarte ist jetzt nicht mehr die allerschlechteste. Das heißt, ich bin jetzt wohlgerüstet für weitere Abenteuer in Satisfactory. Hervorragend! Und komme ich auch gleich zur zweiten Neuerung. Und zwar, schaut mal, die Stufe 5 ist wieder hervorgehoben, denn ich habe mir einen Mod geleistet. Und der nennt sich Teleporter. Ja, zack. Ich habe schon vorgearbeitet. Zack, zack. Hui. Tschüss. Zack, 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 zack. Hui. Da fliegt er hinweg und ich habe jetzt einen Teleporter. Hoffe ich mal. Also ich hoffe, dass ich ihn habe. Sprich nichts dagegen. Ja, was macht denn eigentlich ein Teleporter? Ja, er teleportiert. Schauen wir mal. Transport. Drohnenlandebahn? Nein, das ist nicht. Da, 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 da. Teleporter. Da ist er. Und ich kann sogar einen bauen. Wohin baue ich den? Ich würde mal sagen, den baue ich mal hier hin. Ach nee, Moment. Ich baue den hier hin. Zum Testen. Mal zum Testen baue ich einen zweiten. Den baue ich hier hin. So. Ne? Zwei Teleporter. Einer hier, einer dahin. So, konfigurieren. Setname, das ist jetzt Testporter 2. Klick. Und den anderen, den hier. Den nenne ich da, wo er steht. Moment. So, jetzt hat löschen. Hab. Hui. So. Jetzt gehe ich hier hin. Wähle aus. Ich möchte gerne dahin. Hui. Hui. Seht ihr das? Ich teleportiere mich. Ja gut, das war jetzt auf dieselbe Stelle. Das war natürlich sehr intelligent. Funktioniert. So, was können wir hier noch machen? Mode B. Aha. Ab. Z. Okay. Moment. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Da muss ich das nicht einstellen, mein Ziel, sondern ich gehe einfach drauf und hui, bin da. Ja, das ist ja mal echt geil. So. Was haben wir hier noch? Mute. Normal. Was macht das? Aber es funktioniert. Das heißt, ich muss zu meinen Außenstellen nicht immer ewig mit einem Fahrzeug fahren, zum Beispiel einem LKW,
oder mit meinem Explorer, sondern ich gehe einfach auf meinen Teleporter und teleportiere mich hin. Einzige Voraussetzung dafür ist, die Gegenstelle muss auch über einen Teleporter verfügen. Logan. So, ich würde mal sagen, den nehmen wir noch mit. Brauche ich noch vielleicht irgendwas? Ach komm, die nehmen wir auch noch mit. Weil ich es kann. Die nehmen wir noch mit. Ah, die nehmen wir auch noch mit. Ja, das wird schon reichen. So, jetzt kann ich nämlich, Moment, hui, ich guck mal, was der noch geladen hat. Der hat nur noch das geladen. Der hat hier noch ein bisschen Zeug. Nehme ich euch zwei. Diesen fahrbaren Untersatz, meinen Explorer, und fahre jetzt zu meiner großen Baustelle, meinem zweiten Kraftwerk auf, naja, ich sag mal Treibstoffbasis. Juhu! Habe ich schon mal gesagt, fahren in der Wüste macht einfach ends viel Spaß. So immer über die Dünen zu hüpfen. Hui! Umzukippen. Wow! Ja. So, das ist meine Rennstrecke hier. Geh weg. Ich hätte jetzt natürlich auch oben fahren können. Also auf den Foundations über mir. Mit dem LKW kann ich das übrigens nicht. Das kann ich tatsächlich nur mit dem Explorer machen, weil der niedrig genug ist, um unter den Wänden hindurch zu huschen. Und natürlich auch hier, um unter der anderen Brücke, holla, die Waldfee, hindurch zu fahren. Geh weg, Vogel! Vogel! Ja, genau. Leute, sind wir sonst auch immer hier hochgekommen. Dann macht man es halt mit Gewalt, ne? So ist es. Und halt. Na, geh weg. So, ich würde mal sagen, ich baue mal das Ding hier auf. Das nennt man Kraftwerk C. Das erste Kraftwerk ist mein Kohlekraftwerk. Das zweite Kraftwerk ist das Treibstoffkraftwerk ein bisschen weiter nach rechts. Und das ist das dritte. So, zack. Und jetzt passt mal auf. Hab. Ja, und das in Nullzeit. Gefällt. Gefällt mir. Ist eine Zeitersparnis und das finde ich tatsächlich okay zu verwenden. Jeder kann für sich selbst entscheiden, ob das Cheating ist. Ich sehe es nicht so. Es ist einfach nur Zeitersparnis. So, weiteres. Ich habe etwas getestet. Hin und wieder gucke ich auch noch andere YouTube-Streams und da habe ich es mir auch Folgendes aufgefallen. Moment.
Wir nehmen mal ein Beschriftungsfeld. So. Und das mal hier hin. Gehen in die Bearbeitung. Machen wir mal Bild auswählen. Ne, ich will eigentlich kein Bild. Moment. So. Layout. Das. Das machen wir weg. Farben auswählen. Ich würde mal sagen, hier den Hintergrund machen wir mal. Blau ist doch eine schöne Farbe. Helles Blau. So. Schaut mal. Licht. Das kann ich als Leuchte nehmen. Ich kann natürlich, ja klar, ich kann jetzt natürlich auch, was nehmen wir denn mal? Das hier reinsetzen. Na, jetzt fehlt Turbodraht. Ja, Turbodraht. Ah, halt, da war es doch. Turbodraht. So. Meisterleistung. So, das wird mir jetzt sogar angezeigt, in welche Richtung. So, das könnte ich auch machen. Sieht halt in Gebäuden etwas dürftig aus und das müsste ich dann auch noch anschließen ans Stromnetz. Also würde ich sagen, das ist kontraproduktiv in Räumen. Dass ich solche Anzeigen künftig auch als Beleuchtung in Räumen nutzen kann. Ich finde das nicht schlecht. Bei Gelegenheit, liebe Leute, bei Gelegenheit. So, jetzt geht es zu meiner großen Baustelle. Das ist hier hinten mein Kraftwerksblock. Das solltet ihr ja noch aus der letzten Folge kennen. Die Idee ist, hier unten, ihr seht hier unten im Erdgeschoss quasi, Reihen von jeweils 10 Treibstoffgeneratoren aufzubauen. Keine Generationen, sondern Generatoren. Und hier unten seht ihr quasi schon 2 Reihen. Darüber kommt eine Etage mit den Energiespeichern und darüber hätte ich jetzt eine zweite Generatorebene gemacht mit wiederum jeweils 10 Generatoren in Reihe geschalten. Platz habe ich genug, das könnte also funktionieren. Aber dann habe ich mir gesagt, na, das sieht ja eigentlich doch ziemlich statisch aus und lass uns doch mal was anderes probieren. Und das würde ich heute tatsächlich machen. Parallel zu dem möchte ich nämlich gerne einen Versuch wagen. Was ist denn hier überhaupt drin? Aha. Einen Versuch wagen, einen Turm zu bauen. Einen Generator-Turm. Ich weiß jetzt natürlich nicht wo und wie. Mensch. Na, muss wieder hoch. Ich brauche natürlich einige Ressourcen, um so Treibstoffgeneratoren bauen zu können, um festzustellen, ob ich zum Beispiel mit Höhen und mit Breiten richtig aufgestellt bin. Ist ja klar, ne? Oh, da kommt Autosave. Autosave! Jawohl. Und denkt nicht, dass ein schnellerer Rechner schnellere Ladezeiten bedeutet. Mitnichten. Ja, beim Autosave vielleicht schon, aber ansonsten nein. So, jetzt gucken wir mal. War das alles? 10, 5, 15. Ja, nehmen wir noch ein paar Motoren mit. Klick. Und dann haben wir es. So. Treibstoffgenerator. Der braucht... würde mal sagen, 3x3 Platten. Was bedeutet, dass wenn ich einen Turm baue, ich mindestens 6
7 Platten benötige. So, das heißt, ich brauche 7 Foundations Abstand. Ich springe mal runter, damit ich auch ein bisschen Höhe gewinnen kann. Und würde man sagen... nee, das war falsch. Moment, ich möchte die flachen. Die 1 Meter Fundamente und ich möchte gerne einen Zug. Hui! 3, 4, 5, 6, 7. Und das weg. Jetzt kommt das her. Und jetzt. Moment, wie war denn das? Ich habe schon wieder vergessen, wie man rund baut. Ach, ist das Wahnsinn, hä? Muss ich mal sagen, meine eigene Folge mal wieder anschauen. So. Nee, sowas nicht. Ah. Shift gedrückt halten. Das war's. Shift gedrückt halten. So, das heißt, ich würde das hier mal so... Wie viel habe ich das jetzt gedreht? Das habe ich jetzt einmal gedreht. Das heißt, ich drehe das jetzt hier weiter. Einmal. Ah nee, das ist falsch. Ich mache es nicht nur einmal, ich drehe es mehrmals. Ja. So, nochmal. 1, 2, 3. Besser. 1, 2, 3. Schon ist das doch rund. Jetzt kommt der 90 Grad Winkel noch dazu. So. Und natürlich hier noch. Hoppala, nee, das war kein Moment. So. Mal als Test. Und da habe ich doch jetzt hier einen schönen 90 Grad Winkel erschaffen. Gut, das nehmen wir jetzt mal als Ausgangsbasis. Na, das flackert hier ja ganz schön. Das ist die Überlagerung der einzelnen Platten. So, und jetzt, Moment, mal schauen. Jetzt würde ich mal sagen, Moment. Stell mich hier auf die Mitte. Das ist jetzt. Ich stehe jetzt quasi auf der Platte in der Mitte.
auf der mittigen Platte. So, und hätte ich jetzt gesagt. Moment. Ja, ja, ich hätte jetzt gesagt, so. So hier. Machen wir jetzt mal so einen Generator auf. Oh ja. Ist halt knapp vorm Absturz. Aber es scheint ja gut zu laufen. Moment, so, und jetzt machen wir die mal weg. Und machen 1, 2, 3. So, 3. Eins, zwei, drei. Und ihr seht auch, mit ein bisschen Übung geht dann auch das ziemlich schnell, die Rundungen hier einzubauen. So, eins, zwei, drei. So, weg. Und so, ne? Wunderbar. Und ich hätte jetzt gesagt, dass man hier sollte jetzt ungefähr das dieselbe Position haben. Ja. Ich komme hier rein. Ja, das sollte ungefähr dieselbe Position sein. So. Architektur. Ich nehme mal die Träger. Nur mal als Test. Ist natürlich jetzt hier schwierig, hier drauf zu bauen. So. Organisation, Logistik. Fundament durchführen. Zack. Wand. So, jetzt brauche ich natürlich erstmal eine Testwand, wie hoch ich jetzt diese Etage bauen muss. Also seht, bei so einem Förderturm oder bei einem so einem Generatorturm kann ich quasi pro Ebene 4 Generatoren aufstellen. Mehr geht halt nicht. Aber ich mache jetzt hier. Ja, mal schauen. Eine Ebene. Oh ja, das ist locker. Das funktioniert. Das funktioniert. Hier kommt jetzt eine weitere Durchführung. Sehr schön. So, damit diese Foundation jetzt nicht so in der Luft schwebt, hätte ich gesagt, die docken wir jetzt hier quasi an diese Träger drehen. Wie drehe ich denn das Ding? Ich will eigentlich nicht drehen, ich will dabei. So, genau. Zack. Das genau so machen. Oh, das stimmt hier nicht. Moment, hier stimmt was nicht.
Na komm. So. Ach, das ist schwierig hier den richtigen Punkt zu finden bei solchen sich überlappenden Platten. Ihr seht auch, das ist hier ein bisschen falsch gebaut, aber ich lasse das jetzt erstmal so. MK2. Hui. Und jetzt eine Kreuzung. Ah, das ist natürlich cool, beziehungsweise voll uncool. Ah, das ist hier genauso. Okay, habe ich jetzt nicht aufgepasst. So. Wir das halt so, ne? Und da hier diese Kreuzung immer nur zwei Abzweige hat, setzen wir hier noch eine Kreuzung drauf, so, und schließen jetzt hier quasi diesen Generator an. Weiterhin benötige ich natürlich, um auf Höhe zu kommen, eine Pumpe, die ich momentan nicht bauen kann. Okay, da wird jetzt hier noch eine Pumpe drauf gesetzt und das geht dann nach oben. Die Strömlinge. Moment. Ja, das ist jetzt natürlich eine gute Frage, wie ich den Strom jetzt da reinbringe. Hätte ich mal gesagt, wie folgt. Wo sind denn hier die Dinger hier draußen? Die sind da draußen. Okay. Hätte ich doch mal gesagt, wir machen das wie folgt. Zack. Ja, ihr seht, so ganz symmetrisch ist das ja noch nicht aufgebaut. Darum würde ich das tatsächlich jetzt mal so machen. Moment, der kommt wieder weg. Der bleibt. Und den setze ich mal hier ran. Der wird hochgesetzt. So, jetzt schauen wir mal. Moment. Standard. Also von außen sieht es noch gut aus. Also ich kann hier wirklich schön eine Wand setzen. So, könnte die Wand dann hoch, also nach oben führen und das Ganze, also diese vier Generatoren schön abschließen. Dann habe ich hier ein Rundgebäude mit vier Generatoren pro Etage. Hier oben kommt eine zweite runde Etage
drauf. Da werden wieder vier Treibstoffgeneratoren draufgesetzt. Das heißt, ich habe dann 12. Und wenn ich dann eine weitere Etage, eine dritte Etage aufsetze mit nochmal vier Generatoren, habe ich dann, habe ich 12 gesagt? 4, 8, dann habe ich 12. Also Moment. Drei Ebenen mit jeweils vier Generatoren macht insgesamt 12 Generatoren. Und das würde passen. Dann brauche ich mehrere solche Türmchen. Und die sehen doch nach was aus. Also würde ich jetzt mal meinen. Also das ist jetzt, ne? Designtechnisch sehr gewagt, besonders für mich. Ich mag es eher funktional. So, jetzt nehmen wir mal hier, die hier. Und dann hier mal solche Dinger. Könnte ich vielleicht hier tatsächlich diesen Eingang so behalten. So. Und dann weiter hoch. Jetzt kann ich mal hier einen Zug nehmen. Klittittittittitt. Wop, wop, wop. Moment. 1, 2, 3. So, guck, da sind wir doch schon. War ich doch gar nicht mal schlecht. So. Geht es auch schneller hier den Bogen, also den Kreis letztendlich hier zu machen. Das geht nämlich dann richtig schön. Da docke ich nämlich von da außen an, ziehe die jetzt hier so rein. Ich könnte jetzt Kraft meiner Wassersuppe hier schon quasi jetzt die Wand für die zweite Etage hochziehen. So, das mache ich jetzt natürlich erstmal nicht weiter. Das war jetzt nur beispielgebend. Und da könnte ich nämlich jetzt sagen, klick, nehmen wir mal den hier. Ich setze mich mal hier ran. Wupp. Nehmen den mal weg. So. So würde dann so ein Turm aussehen mit zwei Etagen. Wie gesagt, es kommt dann noch eine dritte Etage dazu. Das heißt, der Turm verdient dann tatsächlich seinen Namen. Unten kommt noch ein schönes Fundament rein. Und das wäre eine Alternative zu dem. Ich würde mal sagen, ich baue mal tatsächlich diesen Turm weiter und schaue, was rauskommt. Also das gefällt mir. Schön. Hier drinnen brauche ich natürlich dann irgendwie noch eine kleine Stützstruktur, dass das hier auch irgendwie ein bisschen nachvollziehbar ausschaut. Was weiß ich. Gucken wir mal. Was könnte man machen? Ja, gut. Jetzt fällt mir natürlich hier nicht allzu viel ein, weil müssen wir dann mal so machen hier.
Nein. Irgendwie so. Dann machen wir jetzt die Doppelbahn. So dass ich so in der Art und Weise hier noch ein paar Stützstrukturen einfüge. Gebaut wird, na komm. Ja, jetzt will er nicht. Doch jetzt. So. Nein. Der ist jetzt wahrscheinlich ein kleines bisschen zu lang hier, jawohl. Krieg ich den? Ah, krieg ich nicht, Moment. Das dann irgendwie so ausschaut. Dann könnte ich vielleicht hier... Ah, schräg kann ich den nicht bauen. Ah, kann ich das dann hier vielleicht... Und, gefärbter Träger vielleicht, warte. So hier. Probieren wir jetzt nochmal mit dem hier. Ja, geht. Bleiben wir mal bei den Stahlträgern, ne? Jawohl. So irgendwie noch solche Strukturen weiterbaue, um das halt hier gescheit abzustützen, damit das irgendwie gut aussieht. Und wie gesagt, da kommt hier noch eine Pumpe rein. Ich kann die Energie nach oben legen. Und hier unten, also schauen wir mal, hier kommt ja jetzt die Treibstoffleitung an. Die hätte ich jetzt hier unten tatsächlich so jetzt hier reingelegt. Oh, ja. Und irgendwo jetzt, irgendwie jetzt hier angebunden. Also entweder ich gehe hier mit dem Treibstoff rein oder ich lege die jetzt hier tatsächlich jetzt hier runter. Hier seht ihr überhaupt noch den Mittelpunkt. Ja. Juhu, zu tiefes Wasser. Meisterleistung. Kann ich hier irgendwo stehen? Hier kann ich stehen. Dass ich dann hier unten die Treibstoffleitung anflansche und hier rüberlege. Und dann hätte ich einen schönen Turm. Na gut, von der Seite aus ist er nicht schön. Gebe ich ja zu. Noch nicht. Ah, nee, das ist toll. Und wenn ich dann... Moment. Ja, das sieht blöd aus. Das, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Also ich falle hier zwar nicht runter, aber es sieht doof aus, finde ich. Könnte ich dann außenrum noch solche Laufgänge machen? Keine Ahnung, ob das dann gut ist. Aber ihr habt das Prinzip zumindest verstanden. Da gehe ich mal ganz stark davon aus. Das wird schon knapp hier. Aber der Generator ist echt, der ist echt noch drin. Also, das ist ends knapp, aber es funktioniert. Cool. In diesem Sinne ist diese Folge von Satisfactory bereits an ihr Ende gelangt. Ich habe einiges zu tun, wie ihr seht.
Und das Ziel ist mindestens, oh, wie viel hätte ich schon gesagt? Ja, keine Ahnung. Moment, jetzt muss ich mal schauen. Ach, hier steht es nicht drin. Ich glaube 4,5 verbrauchen die. 45, 90, 180. Also mindestens viele Treibstoffgeneratoren hier aufzubauen, um das angesammelte, wie heißt das? Um den angesammelten Turbotreibstoff tatsächlich verbrennen zu können. Also ich glaube, so 60 Generatoren brauche ich. Das würde bedeuten, ich bräuchte 6 solcher Türme, wenn ich das etwas anders baue, nämlich einmal 4, einmal 4 und in der oberen Etage kommen nur noch 2 Generatoren hin. Dann hat so ein Turm exakt 10 Treibstoffgeneratoren und produziert 1,5 Gigawatt. Das lässt sich hervorragend rechnen und es ist auch plausibel und nachvollziehbar und so werde ich es machen. Ein Turm, 1,5 Gigawatt, 10 Treibstoffgeneratoren. Das heißt, 6 Generatoren, also 6 Türme macht dann 6 Gigawatt an Leistung. Und das ist doch brillant. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, habt einen fantastischen Tag und Spaß an allem, was ihr tut. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, ciao.